Angelika, nach zwei Tagen, wie wir wohnen, so ist der Titel dieses Events, würde mich interessieren, wie wohnen wir denn tatsächlich? Wir wohnen erstaunlich unterschiedlich, obwohl wir eigentlich schon durch viele Jahrzehnte der Standardisierung gegangen sind. Die Gründerzeit war ja schlussendlich auch standardisiert, die moderne sowieso und jetzt der aktuelle Wohnbau ist mehr als nur standardisiert. Aber wenn man es mit dem ganzen Umfeld sieht, mit den ganzen Grätzeln und verschiedenen Lagen im Detail, ist es doch sehr unterschiedlich. Es sind die Wohnungen unterschiedlich, aber es sind auch die Erwartungen und die Ansprüche der Menschen ganz unterschiedlich. Manche wollen es vollkommen ruhig haben, andere sind gern an einer laut befahrenen Straße und fühlen sich wie im Sarg oder wie im Grab, wenn es ruhig ist. Und das ist eigentlich super so, weil sonst wären wirklich weite Teile der Stadt unbewohnbar, wenn wir alle dasselbe wollen würden im Wohnen. Aus dem Gespräch mit den Leuten oder auch aus der Beobachtung der Skizzen, der Mitschriften etc., die jetzt im Saal zu sehen sind. Was ist denn so der größte Kontrast zwischen Wohnvorstellungen oder zwischen zwei Wohnungen, der dir jetzt so aufgefallen ist? Ich glaube, was in Wien, also Wien muss man wirklich dazu sagen, ist eine ziemlich durchmischte Stadt. Also es gibt natürlich die besseren und die nicht so guten Bezirke auch, aber nicht wie zum Beispiel in Paris, wo man wirklich von der Adresse die soziale Lage ablesen kann. Trotzdem gibt es in Wien so richtige Lager, ist meine Erfahrung, zwischen man kann nur in der Innenstadt wohnen, man kann nur im Grünen wohnen und vor allem, was vielleicht noch das größte Lagerdenken ist, ist zwischen jenen, die nur im Altbau oder nur im Neubau wohnen können. Und ich glaube, schon allein das, zwischen solchen Basic-Situationen mal zu wechseln und zu sehen, dass auch Neubau was kann vielleicht, dass auch eine Randlage ihre Vorteile hat oder auch eine Zentrumslage ihre Vorteile hat, das ist total spannend. War das in der Auswahl der Wohnungen, der Leute und vor allem in der Paarung, wer mit wem tauscht, für euch auch ausschlaggebend? Wir haben versucht, kontrastreiche Situationen herzustellen. Jetzt nicht unbedingt plakative Kontraste. Es kann auch interessant sein, vom 9. in den 4. zu ziehen oder vom 2. in den 7. Auch das sind andere Situationen. Auch die Frage, was sind das für Lebensformen? Wohnen die Leute allein oder wohnen sie in der WG mit anderen Menschen? Auch das ist total interessant, glaube ich. Aber wir haben natürlich versucht, was anderes aufzumachen, weil wir glauben, dass dieses andere auch den Blick schärft wieder fürs eigene. Gibt es sowas wie ein, für dich persönlich oder vielleicht für die Leute, die heute da waren, so etwas wie ein Learning aus diesem Projekt? Also was für mich wirklich das Beglückende ist an diesem Projekt, also wir haben gesagt, es gibt ja zwei große Aspekte. Einmal ist es die Auseinandersetzung mit dem Wohnen, wo ich immer sage, wir sind alle Experten und Expertinnen des Wohnens, egal ob wir Architektinnen oder Nicht-Architektinnen sind, weil wir alle wohnen und uns viel damit beschäftigen. Aber wir sind natürlich auch alle auf mindestens einem Auge blind, weil wir unser Wohnen so gewohnt sind. Und diese Blickverschiebung, dieses Nahschauen noch mit Aufgaben, mit diesem Toolkit, das wir den Leuten mitgegeben haben, das ist der eine wichtige Punkt. Aber für mich fast noch der wichtigere Punkt ist wirklich dieses, sich einen Ruck zu geben und sagen, ich gehe in eine unbekannte Situation und ich lasse Menschen, von denen ich keine Ahnung habe, wer das ist, ob die aus meiner Blase kommen oder nicht oder ganz woanders herkommen, ich lasse die in mein Allerheiligstes, in mein Privatestes, in meine Wohnung, in mein Schlafzimmer, in mein Badezimmer, in meine Küche. Das ist überhaupt nicht alltäglich, das ist überhaupt nicht normal. Man hat, sehr viele Leute haben mir erzählt, sie haben stundenlang beim Abendessen diskutiert, soll man mitmachen, soll man nicht mitmachen, und sehr oft hat sich ein Mitglied der Lebenspartnerschaft dann doch dagegen entschieden. Und ich finde, in Zeiten wie diesen, wo wir sozusagen, wo sehr viel über Abgrenzen läuft und über Szenen und Milieus und Blasen eben läuft, wo man für alles Bewertungspunkte hat, Ratings hat, sonst kann ich ja kein Hotel buchen, wenn ich nicht gesichert weiß, wie andere das einschätzen, sich einfach darauf einlassen, es gibt vielleicht doch was Gutes da draußen. Das ist total, oder zumindest was anderes, das kann sich dann auch als nicht so gut herausstellen, bringt mich aber auch nicht um. Also ich glaube, das hat was mit Stadt zu tun. Das haben ja sozusagen die Soziologen schon Ende des 19. Jahrhunderts, also Georg Simmel und Max Weber, dieses Thema des Unvertrauten, das die Stadt vom Dorf unterscheidet. Die Stadt hat aber den großen Vorteil noch, dass dieses Unvertraute
sowohl vertraut werden kann, als auch unvertraut bleiben. Und dass man das quasi regulieren kann selber. Wie viel Vertrautheit will man aufbauen und wie viel Unvertrautheit und somit auch Überraschung oder einfach nebenher sein lassen, lässt man, hält man auch aus. Und das ist ja eine wahnsinnige zivilisatorische Errungenschaft, um die wir, glaube ich, im Moment kämpfen müssen in der Stadt. Gibt es das Unvertraute tendenziell wirklich nur in der Stadt oder ist das im ländlichen Raum auch zu finden und wenn ja, wo? Es gibt es im ländlichen Raum natürlich auch. Es gibt es vor allem immer stärker, weil wir wissen, sich die Lebensstile, Formen im ländlichen und urbanen Raum annähern. Aber ich glaube, die Stadt hat es mehr. Wir wissen auch, dass die Stadt einfach kulturell heterogener ist, dass dieses Ankommen in der Stadt, egal ob das Menschen aus den Bundesländern sind oder aus anderen Kulturen weiterher, dass das immer viel intensiver und quantitativ in größeren Zahlen läuft und auch, dass die Einkommensunterschiede natürlich sehr, sehr breit abgestuft sind und alles vorhanden ist und die Lebensstile sicher noch diverser sind am Land. Also ich glaube, in der Stadt muss man schon mehr aushalten auf engem Raum. Und das muss aber keine Last sein, das kann eine Freude sein. Und ich glaube, darum geht es in so einem Projekt auch. Wie wir wohnen, findet statt im Rahmen der Stadtlabore, die wiederum eher die Hochkultur und auch die uns bekannten Innenbezirke verlassen und sich anschauen, was im öffentlichen Raum, was in der Subkultur und auch was in den Außenbezirken möglich ist und auch stattfindet. Welche Aufgabe haben die Stadtlabore da? Also ich finde es ja immer schwierig, diese Unterscheidung Hochkultur und was auch immer das andere ist, ob das super oder populär oder Mainstream oder was auch immer ist. Ich glaube, dass Wien wirklich ein Problem hat, dass die Kultur viel zu stark, also territorial aufs physische Zentrum konzentriert ist, aber auch inhaltlich, dass wir in Wien viel zu viel imperiale Erzählungen haben, vor allem im Tourismus. Also es ist auch die meisten Dauerausstellungen in Museen in Wien haben irgendwas Imperiales, irgendwie hängt es dann immer mit den Habsburgern zusammen im weitesten Sinn. Und ich glaube, Wien braucht dringend demokratische Erzählungen, also das ist auch was, um das wir uns im Architekturzentrum Wien ganz stark kümmern, eine demokratische Erzählung von Stadt, von Welt, von Gesellschaft zu forcieren. Ich glaube aber, dass Wien in der Stadtentwicklung wirklich versäumt hat in den letzten 20 Jahren ganz stark, noch stärker als früher, die Kultur mitzudenken. Wir haben extrem viele Anstrengungen, was Gewerbehandel betrifft, dass wir keine Schlafstätte mehr bauen. Ich finde es super, dass es diese vielen Anstrengungen gibt, auch mit wirklich ersten Erfolgen, wieder kleingewerbliche Strukturen in Erdgeschosszonen. Die Kultur und das Soziale, die Begegnungsorte, wo sind die? Also sagen, früher hat es diese Volkshäuser gegeben, die kann man jetzt nicht eins zu eins ins 21. Jahrhundert bringen. Aber was wäre denn so eine Casa del Popolo des 21. Jahrhunderts? Was müsste die können? Also das ist eine extrem interessante Frage und da müsste natürlich Stadtentwicklung und Kultur sowohl strukturell als irgendwann auch finanziell Hand in Hand gehen. Das fehlt. Ich habe mich jetzt, um zu einem Abschluss zu kommen, bei der Rückschlüsselübergabe mit einigen Leuten unterhalten, die gemeint haben, dass sie auch Freunden davon erzählt haben, macht's doch mit, und die waren eher skeptisch. Und die meinen, jetzt wissen sie ja, was sie zu erzählen haben, und jetzt können sie die Freunde, die auch skeptisch waren, vielleicht überzeugen und überreden. Wird Wie wir wohnen eine Fortsetzung finden? Wir würden sehr gerne eine Fortsetzung machen, und wenn wir das irgendwie schaffen und das möglich ist, dann machen wir das schon. Aber ich kann es natürlich noch nicht versprechen, weil man nicht unterschätzen darf, so klar die Idee ist, so komplex ist doch die Umsetzung, damit es wirklich gut funktioniert. Oder nicht nur funktioniert, sondern wirklich auch, es geht um eine gewisse Feinkörnigkeit. Also wie tritt man mit Menschen in Dialog, wie bringt man sie zusammen, was gibt man ihnen mit, wie begleitet man. Also wie immer, wenn es im weitesten Sinn um, ich möchte gar nicht sagen Beteiligung, das ist immer so ein Wort, wo immer eine Seite ein bisschen weiter oben steht, sondern es geht mehr um so eine Art Co-Kreation. Und das muss man sehr gut durchdenken und sehr gut vorbereiten. Und wenn wir schaffen, die Ressourcen nächstes Jahr wieder aufzustellen, würden wir das gerne machen. Ja. Dankeschön.